Umdasch ist ein Familienunternehmen, gegründet 1868. Hier am Standort in der Steiermark in Leibnitz sind 550 Mitarbeiter beschäftigt. Damit sind wir größter Arbeitgeber hier in der Region. In der Steiermark betreiben wir insgesamt drei Fertigungsstandorte. Einen Standort in Kleinstetten, wo wir industriell Holzmöbel herstellen. Zweitens unser Logistikzentrum in Hasendorf mit rund 17.000 Quadratmetern Lagerfläche und hier in Leibnitz 24.000 Quadratmeter Produktionsfläche, wo wir unterschiedlichste Metallwaren vom Rohprodukt bis zum Fertigprodukt herstellen. Hier am Standort in Leibnitz produzieren wir Rohr, Draht und Blechprodukte und beliefern mit unseren Kernkompetenzen hier einerseits die Ladenbauwelt und andererseits die Industrie Österreichs. Die letzten 1,5 Jahre haben uns gezeigt, dass eine globale Supply Chain gefährdet ist. So rücken Unternehmen in Österreich, aber auch in Europa näher zusammen und wir sehen, dass es sehr wichtig ist, dass wir Standorte weiterentwickeln und stetig unsere Produkte verbessern, denn Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und so rückt der Produzent immer näher an den Kunden. Umdasch und Salvagnini verbindet schon eine lange gemeinsame Zeit. Die Maschine P4, die wir aktuell nutzen, ist die zweite Generation, die wir bei uns im Haus für unsere Produkte nutzen. Mit dieser Maschine können wir kleine wie auch große Serien sehr schnell effizient herstellen. Und bei der Neuinvestition in die P4 gab es wenig Zweifel daran, es gemeinsam mit Salvagnini zu machen. 2015 haben wir unsere neue P4 in Betrieb genommen. Diese Maschine zeichnet sich nicht nur durch einen niedrigeren Energieverbrauch aus, sondern vor allem durch eine sehr hohe Verfügbarkeit. In der Produktion sehen wir, dass Losgrößen immer kleiner werden. Hier haben wir den großen Vorteil des automatischen Werkzeugwechselns mit der P4. Das Programm gibt vor, welche Werkzeuge das gebraucht werden und so können wir selbst kleinste Losgrößen automatisiert produzieren. In der Vergangenheit mussten bei Abkantprozessen immer wieder mehrere Einstellstücke genutzt werden für jede Charge, um am Ende das richtige Qualitätsprodukt herzustellen. Mit den vorhandenen Biegeformeln und der Sensorik in der P4 konnten wir den Aufwand im Einstellen auf ein Minimum reduzieren. Und somit reduzieren wir auch den Anteil von Schrott- und Ausschussprodukten, den wir generieren. Aufgrund der Universalwerkzeuge ist keinerlei Werkzeugtausch notwendig. Mit der Option DPM ist es uns möglich, auf unserer Salvagnini P4 sehr schmale Teile herzustellen. In der Vergangenheit mussten wir mit solchen schmalen Teilen auf händische Abkantpressen ausweichen. Doch jetzt sind wir mit dieser Option in der Lage, auch solche Produkte automatisiert zu produzieren. Verglichen zu unserer Vorgängeranlage bietet unsere neue P4 mit CLA-SIM die Möglichkeit, Kantlängen automatisch anzupassen. In der Vergangenheit musste das manuell gemacht werden und nun hilft es dem Programmierer, aber auch dem Bediener, schneller und effizienter, aber vor allem auch sicherer Produkte herzustellen. Unternehmen in Österreich müssen sich stetig weiterentwickeln. Und so machen auch wir Schritt für Schritt an Weiterentwicklung in unseren Produktionswerken. Mit der P4 sehen wir, dass ein hoher Automatisierungsgrad einen großen Vorteil in unterschiedlichsten Losgrößenfertigungen mit sich bringt. Dieser Weg wird weiter von uns vorangeschritten werden. Bei der Entscheidung für die P4 hat uns auch geholfen, dass diese Maschine sehr flexibel automatisiert Produkte herstellen kann.
In der Welt von Industrie 4.0 werden diese Dinge immer wichtiger. Wir müssen den Mitarbeiter entlasten, einfache Tätigkeiten höchst automatisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das ist uns mit dieser Maschine gelungen, da sie eine sehr hohe Flexibilität und einen sehr hohen Automatisierungsgrad ermöglicht. Was für uns auch sehr wichtig ist, ist das Feedback von unseren Maschinenbetreibern. Unsere Mitarbeiter geben uns hier ein sehr positives Feedback. Einerseits, wie es uns gelingt, die Maschine stetig zu betreiben, aber auch wie Programme geschrieben werden können, wie die Software bedient werden kann. Hier sehen wir viel Positives, das auch stetig weiterentwickelt wird. Ich würde fast sagen, unsere Bediener haben eine Beziehung zur Maschine. Es geht um Pflege, es geht um Wartung und am Ende des Tages um die Verfügbarkeit der Maschine. Und dadurch, dass das im Gleichgewicht, in Balance gehalten wird, gelingt es uns, von 100% möchte ich nicht sprechen, aber einen sehr hohen Prozentsatz an Verfügbarkeit zu gewährleisten. Seit vielen Jahren gibt es einen gemeinsamen Weg zwischen umdasch und Salvagnini. Und mit der Zukunft, mit neuen Technologien und stetigen Weiterentwicklungen wird auch dieser sicherlich weitergehen.